Koalitionsverhandlungen in Berlin waren heute wieder ein bisschen spannend, weil es wurde eine große Sau durchs Dorf getrieben, der Zugriff auf die Mautdaten. Mautdaten, bei der Einführung wurde schon gesagt, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo die Politik die Daten für Überwachungszwecke haben will. Heute war der Tag, es wurde zumindest in den Raum gestellt, dass man das gerne machen möchte. Wilder Aufschrei in der Presse, den ganzen Tag wurde darüber wie wild berichtet. Jetzt ist das erstmal vom Tisch. Angeblich wird gesagt, dass die SPD das nicht wollte. Ich sage, naja, ich vermute, das Ganze war sowieso nur ein Testballon, weil tatsächlich redet man halt im Hinterzimmer über die Vorratsdatenspeicherung, die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, das, was also vom Bundesverfassungsgericht vor 3 Jahren verboten wurde. Es wird ein bisschen anders genannt. Man spricht von Mindestspeicherfrist, man spricht von anderen Fristen, also nur 6 Wochen oder nur 3 Wochen. Tatsache ist aber, die Aufzeichnung der Verbindungsdaten von allen Bürgern macht uns alle überwachbar, macht für allen registrierbar, was wir die letzten Tage gemacht haben, wo wir waren, mit wem wir gesprochen haben. Das sollte nicht wieder passieren in Deutschland, das sollte verboten bleiben. Es ist außerdem das Gleiche, was die NSA die ganze Zeit macht, wo sich hier die deutschen Politiker echauffieren, dass so eine Überwachung gemacht wird. Tatsächlich reden sie gerade darüber, das Gleiche hier einzuführen. Insofern aufpassen, was gerade in Berlin passiert, während den Anfängen keine Vorratsdatenspeicherung.